Auf ein neues, zu einer weiteren Folge von Let's Play Monster Hunter Rise. Im letzten Part haben wir noch einen Sammelquest gemacht und haben wieder ein paar kleine Monster geschnetzelt und jetzt hat... Ja, können wir erst mal die letzte annehmen, dann machen wir das danach. Die bisher letzte Quest, die wir hier noch haben. Und zwar 8 Itsuri töten. Bro, hat seine Waffe auch mal wieder geändert. Zu der besseren, aber das seht ihr eh leider nicht. Ich richte das Lager her. Aber im nächsten Part. Hab aber kein Rohmaterial mehr. Überall lauen bissige Itsuri. Also kann ich auch nichts holen. Kannst du dafür sorgen, dass sie abhauen, damit ich besorgen kann, was ich brauche? Das schaffen wir. Mal. Und hui. Sehr gut, soweit, aber nur mit einem Mal. Ach du lieber. Was ist hier jetzt los? Bist die Wand runtergelaufen. Ja, aber wie? Na gut. So. Nein, du nimmst Low Polish. Dann gucken wir mal, wo die kleinen Itsuri sind. Euch brauche ich nicht, Jagras. Ja, wart im letzten Part dran. Heute müssen die Itsuri dran glauben. Schon entgegen. Was ist das da? Was bist du denn? Ist das Glühwürmchen? Aua. Aber die kann ich gar nicht einsammeln. Ja, ist das nur Deko wahrscheinlich. Das ist nur Deko, sagt er. Das ist nur Deko, sagt er einfach so. Wo sind die Itsuri? Wo sind die Itsuri? Komm gleich. Ich sehe zwei Itsuris. Hallo. Und... Pow. Okay, ersten habe ich. Ach man, diese Spielersprachausgabe, ich weiß immer noch nicht, was ich von der halten soll. Oh Gott, einfach tot gemacht. Ja, die hat einfach einen Molotov-Cocktail geworfen, alles klar. Ey, gehst du mal weg? Was stehst du neben mir? Oh, du hast die Karte sogar wirklich schon 100% aufgedeckt. Das. Hier. Ja, vergiss das. Nee, war das nicht. Ganz kurz gedacht, dass es ein Lilie war. Wie war das jetzt nochmal? Ah, so war der Käfi. Mit X. Wo ist denn der andere jetzt? Da. Käfer, hallo. Käfer. Ich suche ihn mal nicht. Ich habe eine Idee gemacht. Komm mal da lang. Mann! Ich guck mal B, wo ich denke, das ist Torbo. Hey, wo kommt man denn? Ach, das ist so eine Hochwand. Und. Bam! Ey, ich konnte gar nicht draufhauen. Warum tötet ihr ihn alleine? Ich will auch Spaß. Oh, hier, Panapa, die brauche ich. Ich brauch euch. Sterbt. Komm mal hoch. Okay. Es ist, wo ich dieses doofe Rad noch wegbekomme. Aber. Audio. Spielersprechhäufigkeit. 50% reicht. Oh mein Gott. Warum müssen wir denn auch so viel labern? Ist das zweite auch wieder getötet? Könnt ihr nicht immer machen, wenn ich im Menü bin. Hier, dann decken wir hier auch mal den Rest, letzten Teil der Karte auf. Hopp. Ja, stopp einfach mal, mein Freund. Leg's doch weg, bitte, Dame. Danke. So, 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 so. Aua! Da war ja noch einer. Egal. So, jetzt versuchen wir mal hier hoch und hopp. Ich hab schon wieder so ein... Was ist das denn? Was bist du denn? Oh. Ein kleiner Gärhase.
Guck doch mal. Ey, Hund! Geh aus dem Bild. Ein kleines Häschen, guck mich an, ja. Wen hatte ich denn von euch noch nicht? Oh, das war ein schönes Bild. Und hier unten sind wieder noch mehr Isuris. Ich glaube, ich habe die Libelle noch nicht. Oh, die hatte ich tatsächlich noch. Aua. Was soll dies? Was sind das für ein Zeichen da unter meinem Käfer? Du hast dir anscheinend irgendeinen Effekt geholt. Wie gesagt, der Käfer kommt dann zurück mit so einer Farbe meistens, wenn du auf den Gegner gehst. Ach, das ist der Käfer-Effekt. Also. Und da kannst du dir halt Effekte holen. Und das solltest du auch tun. Vor allem bei den Großen später. Jetzt bei den Kleinen vielleicht nicht so dringend. Aber das solltest du dich halt angewöhnen. Oh, da vorne laufen Viecher rum, alter Rotz. Bleiben sie stehen. Brauch Fotos von ihnen. Nein. Boah, der eine Alter hat einfach gespawnt, sehr gut. Monsterfluid und schönen Magen. Okay. Hast du auch einen schönen Magen gefunden? Ich bezweifle es mal stark. Ich habe jetzt endlich diese Kröte. Eine Giftkröte. Na gutes Toxiquack. Wie nennt ein Baby eine Giftkröte? Toxiquark. Wow. Na, ich glaube, es wird sogar bei Quark bleiben. Hi, ne? Hallo. Geh schon. Ich auch gleich. Jetzt. Da waren wir damit niemals schneller als ich. 50 Mal hier zeigen. Oh, Alter. Noch einmal und dann mache ich diese doofe Sprachausgabe ganz aus. Nen Itsushi-Schwanz. Jo. Was bist du denn? Hab ich dich schon? Flemmlinge. Wie waren das nochmal? Das? Ja! Alter Rotz hab ich. Hab ich. Was ist denn, jetzt ist der tot? Hier hätte ich auch noch irgendein neues. Der Gerhase, wo bist du denn? Ja. Keiner Banban. Zielpfeil hat Einstellung. Oh, hat Einstellung war es, glaube ich. Ja, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Die letzten Parts immer wieder. Du gehst also einzeln durch. Ich mach's aber alles auf einmal so. Geht schon schnell. Ich finde diese Zeichnung von den Monstern im Hintergrund auch cool. Ein Ladebildschirm. Und auf jeden Fall interessant. So, jetzt mit Yomogi, die Köchin. Hier können wir kurz. Kleine Monster. Ich brauche noch ein paar Napua-Flügel und... Oh, ich muss diese Bombagi-Dinger auch töten. Okay. Okay. Merke ich mir. Katastrophe-Nachrichten. Ein Albtraum. Ne Schneebälle! Wer kennt sie nicht? So, wo ist die Frau Kochin? Sie ist Dings. Ich werde auch das erste Mal bei ihr essen. Geh mal weg jetzt. Zu dich. Hast du feuchte Nachrichten denn schon gehört? Das ist echt ein Notfall. Aua, ich habe mir viel Zunge gebissen, aua.
Ach ja, die Neuigkeiten. Ein Groß Itsuri verwüstet gerade die heiligen Ruinen. Es ist ja der absurde Horror. Okay, ich übertreibe etwas. Aber da ist wirklich ein Groß Itsuri. Und er hockt direkt auf unserer Haupthandelsroute. Na bitte, du musst ihn aus dem Weg schaffen, sonst bekomme ich meine Dankozutaten nicht geliefert. Bitte? Oh, vielen, vielen Dank. Du bist der Wahnsinn. Okay, okay. Die Jagd auf den Groß Itsuri ist nur eine dringende Quest, die du bei Hinoa annehmen kannst. Okay, jetzt hier einmal Hinoa. Kurz an dem Tisch essen. Oh, wie? Essen. Warum soll essen? Ich essen? Ja, aber wir erst ein großes Monster machen. Ja, einfach an irgendeinem. So, das kannst du hier einmal mit Geld bezahlen, weil wir haben eh genug. Und Dango bestellen. Das kannst du hier mit aus Werten, wo wir durch Hauptquests noch mehr freischalten, hier was zusammenbauen, was du interessant findest. Mal gucken. Ist denn Kunai? Du kannst kleine Dinger noch werfen, oder das ist egal. Also ich würde einmal den Verteidiger nehmen, damit du halt mehr, manchmal mehr Verteidigung hast. Beschleunigt Schärfen von Waffen nehme ich noch und verbessert leicht die Erholung durch so Objekte. So, erstmal zum Set hinzufügen, dass ich das nicht immer wieder einzeln machen muss. Und dann bestellen. Lass und jetzt seht ihr mal eine schöne Sequenz. Weiß ich nicht. Ja, meine läuft schon. Ich glaube, ich habe dasselbe gemacht. Sehen die in der Sequenz immer gleich aus? Ja. Nee, sehen sie nicht. Ja, am Ende dann, glaube ich. Sehr schön. Die Sequenz kann man natürlich auch überspringen, aber zumindest einer müssen wir sie uns ja angucken. Aber was ist denn jetzt los, ey? Uff. Quinoa. Dankeschön. Na, es gibt eine dringende Quest. Na, dringende Quest kann nicht warten. Uns kann alles übel ausgehen. Richtig übel. Es sieht gerade düster aus. Yomogi hat mir alle Infos gegeben und Groß Itsuri blockiert den Weg. Oh, und es geht hier nicht um eine Route, sondern um die Route der famosen Dankos. Oh nein, jetzt könnte tatsächlich die Dankos ausgehen. Ja, mir wird ja ganz anders. Du musst die Monster beseitigen. Aber Vorsicht, Groß Itsuri haben meist die Mini Itsuri im Schlepptau. Pass auf, sonst verbindet sich gegen dich. Okay, jetzt geh und rette unsere Danko. Ja, und damit schaffen wir dann die zweistellige Quest 2 vom Singleplayer. So, wir haben gegessen, wir haben Tränke und so dabei, das heißt, let's go. Und jetzt kommt auch nochmal eine Sequenz, wo wir das Monster im Singleplayer das erste Mal gesehen haben. Also sehen werden. Dabei trinke ich einen Schluck. First comes the Vanguard, unstoppable tank. Then comes a second, attacking the flank. Finally, the general, the highest in rank. A trio of blades, swift as a gale. They cut to the bone and kill without fail. Mm-hmm. Ganz schlimm seid ihr. Die haben gar was. So, das Essen könnten wir jetzt übrigens auch hier im Zelt erst machen, aber da haben wir die Sequenz halt nicht. Die wollte ich halt mindestens einmal gezeigt haben. So, erstmal ein bisschen Fleisch und wir sehen auch auf der Karte schon, wo das ist. Der Groß Itsuri, wir können einmal den linken Stick reindrücken. Den rechten meine ich. Damit wir das markiert haben. Ah, hier die, nein. Die Bombenbuggies muss ich noch töten, ein, zwei Stück. Die leben dann noch. Okay, jetzt. Brauch nehme ich Items von euch für meine neue Waffe. Bombenbuggy-Zünder. Ja, wo sind denn die anderen Bombenbuggies hin? Oh, hier sind noch zwei. So, schon mitten im Kampf.
Noch ein Zünder? Oh, nur rohes Fleisch. Was hat denn hier liegt was? Hallo? Oh, der ist verwundbar. Los, los, los! Warum denn nur rohes Fleisch? Um eins versuche ich noch, ansonsten gehe ich jetzt auch zu dem Boss. Anscheinend hat es ja schon gereicht. Okay, ich habe nur eins bekommen von dem, was ich wollte. Sehr gut. Das ist extrem careful. Oh, was habe ich in dem letzten Part gesagt hier, wo das war? Hat Einstellungen. Shit. Was ist der Großmonster? Anscheinend war es das doch nicht. Nur egal. Irgendwann werde ich es finden. So, jetzt gehen wir wirklich mal hin. Jetzt ist Flo so viel früher fertig als wir. Wissen wir da eh schon. Und du hast jetzt schon ein bisschen Vorsprung. Oh, der hat bei mir ja schon die Fresse gehabt. Excuse me. Die ist an einer anderen Stelle. Ja, was tue ich denn? Hallo. So weit weg. Aber. Los, komm her. Ich hab extra ein Schild bei mir, also. Stopp, der rennt weg. Ach man. Werden die auch noch oft Loop machen? Oh Gott, und nachladen. Und bam! Oh, das war ein guter Schuss ins Gesicht. Ah, oh, leider habe ich nicht getroffen. Am Ende. Oh. Au, au. So kriegst du über dieses. Alter, jetzt reicht's aber. Dieses Heilpulver, meine ich. Ich use einen Wettstein. Au. Hä, jetzt reitet mein Hund auf ihn? Okay. Mein Hund ist einfach auf ihn geritten, verrückt. Los, jetzt schärf schnell. Noch einmal nachladen, er fliegt eh erst ein bisschen anscheinend. Los, stopp jetzt. Kommen Sie doch her. Unsere Buddies können aber nicht sterben, oder? Nein, nicht, dass ich wüsste. Kann blocken, Itsuki. Tu mein Bestes, dass ich es auch rechtzeitig mache. Aber zumindest meistens. Oh, schön. Oh, jetzt habe ich alles. Yes! Easy. Hast du ihn? Ja. Aini. Jetzt soll ich so viel schneller sein als ich. Ja, wie gesagt, du hast auch ein bisschen früher angefangen, aber trotzdem. Ja, ich habe so viel früher angefangen. Ich
Zweite Ausrede würde ich gerne sagen, ich kenne meine Waffe auch noch nicht gut, aber das kannst du genauso sagen. Deswegen zählt das wohl nicht so. Ich glaube, der mag meine Explosionen nicht so. Oh Gott. Da hat er mir einfach die Beine weggesäbelt. Okay, schwach ist er bei mir jetzt auch schon. Also ich könnte ihn jetzt fangen, theoretisch. Hast du es an seinem Kopf aufgehauen? Au. Au, 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 au. Stufe erhöht, Stufe erhöht. Nicht abhauen! Oh, sehr gut, er ist nochmal reingelaufen. Das bringt ja auch nicht viel. Bam, bam. Stech, 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 stech. Und buff. Geht doch. Okay, ich hab's auch. Ey, jetzt tu nicht so, als ob ich sonst wie langsam bin. Ich glaub, wir waren schon relativ gleich schnell. Nee. Doch, doch, doch. Tu nicht so. Tun sie nicht so. Schnell. Hundi, schnell. Muss da noch mal hoch. Hier ist noch was, was ich brauche. Ah. Ist er schon tot? Nein, ist er nicht. Du Aua. Du Faker. Hey, ich wollte dich nochmal auslernen. Hey! Boah, ist einfach abgehauen. Der war einfach zu krass für mich. Jan kann halt gar nichts. Oh Mann. Alter, Stufe erhöht wieder. Richtig krass. Ich kann nicht behaupten, schon mal so viel Enthusiasmus bei meiner Jagd beim Großen zurückgesetzt haben. Ich wusste, dass du gut bist, aber was die Jagd angeht, setzt du komplett neue Maßstäbe. Vielleicht könntest du sogar... Na, was schwafel ich denn da für ein Zeug? Ich bin wirklich ein alter Narr, du hast nichts gehört, ja? Nun ja, nach der dringenden Quest erwartet Kino eigentlich mit 2-Sterne-Quests. Schau sie dir doch mal an, hm? Was bist du schon? Oh mein Gott. Okay. Ja, ich will hier schon hingehen, schon alle 3 Leute reden wollen. Naja, neue Queststufe. Neue Leute, die labern wollen. Okay, gut. Aber, ich würde sagen, auch wenn es doof ist, beenden wir hier wieder den Part und haben die Gespräche wieder am Anfang vom nächsten. Aber dafür geht es danach umso spannender weiter. Deswegen hoffe ich, euch hat auch dieser Part gefallen. Schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Deswegen nicht verpassen, Like da lassen. Bis dahin und tschüss. Tschüss.